kommen wir da wohl hinein? Ja, das ist eine gute Frage. Oh, da mich überfragt das. Dafür habe ich ja euch. Ich habe ja erfahrene Abenteurer, nicht wahr? Wir sind Abenteurer, keine Bergbauer. Na, schauen wir mal. Das sind sehr schwere Quader, also mir fällt da auch nichts ein. Gehen wir mal nach links rum, gehen wir mal nach rechts rum, schauen wir, ob es irgendwo Lücken gibt. Vermutlich nicht. Kommt man aufs Dach oder liegt die Mauer Also, wenn komplett du dir es genau? ein bisschen genauer anguckst, siehst du in der Tat, da gibt es kleine Lücken, aber da passt nicht mal ein Gnom durch oder ein Rattling. Eine Katze hätte eine Chance, da reinzukommen. Eine Maus hätte eine Chance, da reinzukommen. Nehmen wir an, die entstehenden Durchgänge sind auch zu lang, als dass man dann mit der Spitzhacke ein wenig aushelfen könnte. Vergiss es. Vergiss es, ja, leider. Ich drehe trotzdem mal hin und rufe einmal. Hallo? Hört mich jemand? Eine Versuch war es Antwort. wert. Tun, was tun, was tun. Aufs Dach kommt man nicht, ja? Außer dass es auch Du komplett kommst zugekippt. nicht aufs Dach hoch, nein. Also wenn es keinen Hintereingang gibt, durch einen Tunnel, der sich hier irgendwo im Nebenraum auf. Ein Tunnel, ja. Ja, das könnte sein. Vielleicht. Wo war denn die geplante Erweiterung? Vielleicht wurde die ja schon teilweise gegraben. Ja, lasst uns mal schauen. Lasst uns mal schauen. Ihr könnt gerne zurück in die Eingangshalle, wenn ihr möchtet. Gerardos Möchtest hatte du? gewarnt, aber ich sehe gerade keine andere Die Möglichkeit. Also Eingangshalle machen wir es wollen wir mal. nicht, ne. Ja, da kommst du übrigens nicht durch, da ist eingestürzt. Ah, dann durch die Baracken. Du hörst bald aus der Eingangshalle Rufe. Und dann siehst du ihn, wie er kämpft. Ja, der schwingt den Hammer rundum und gibt Befehle und schwingt wieder den Hammer. Er kämpft gegen unsichtbare Gegner. Vielleicht bringt er uns ja dorthin, wo wir hin wollen, wenn wir ihm eine Weile zuschauen. Aber wir haben keine Weile. Möchte trotzdem 2, 3 Minuten damit bringen, mir das zu betrachten. Ja, Hilf du ihm betrachtest doch. die Karte und Bodo guckt sich das auch an. Oh, ja, also die Wolkenbande Sinderhaus weitermachen. Ja, das macht Sinn. Das Gesindehaus muss gut verbunden sein, damit die Diener überall schnell hinkommen. Weil das Gesindehaus ist doch genau auf der anderen Seite. Richtig. Sonst wurde noch nicht angefangen, nehme ich an. Das. Nein, ich glaube, das sieht nicht danach aus, aber da ist definitiv der Hauptzugang Schacht. Bei Ausgrabungen macht man das so. Gut, Oder gleich. sehen wir es uns an und hoffen wir auf das Beste. Ja, hoffen wir. Ja, ihr betretet das Gesindehaus und das Gesindehaus ist ein einziges Chaos. Küche und Wäscherei ist es hier. Und du siehst, dass hier die Wehrmauer auch eingestürzt ist, ähnlich wie in der Schmiede. Und ja, hier liegt wirklich alles durcheinander. Quader, zerschlagene Reste von Aufbauten. Hier ist kein Stein mehr auf dem anderen. Oh, Götter, hier ist ja eine Unordnung. Ja. Was machen? Wo fangen wir am besten an zu suchen? Gleich nochmal die Karte, wurde halt aus dem Gedächtnis. Oder fragt Bodo, Ja, wo ging es du denn wohl fängst an zu los? suchen. Mach mal eine Wahrnehmung gegen 20. Da du weißt, wo du suchen musst, brauchst du auch keine weiteren Fortschrittspunkte. Gegen die 20, und dann müsste ich eine 15 würfeln, um das zu schaffen. Mach mal einen Risikowurf. 15 kriegst du da wohl hin. Geschafft. Ja, du wuchtest mit Bodo zusammen eine größere Platte beiseite, die wahrscheinlich irgendwie in der Wäscherei zum Kühlen oder Trocknen zum Einsatz kam und
Da ist ein Tunnel dafür. Treppen runter. Oh, Hinab. was zum. Vielleicht hat man dort auf die letzten Momente noch die besten Schätze versteckt. Ja, vielleicht. Oh. Wollen wir auf Kairas warten, um. Wir sollten auf jeden Fall Kairas herbeiholen. Und zwar Ja. zügig. Du hältst hier die Stellung und ich hole ihn. Ja, natürlich. Dann renne nicht, laufe ich zurück zur Wohnhöhle. Ich vermute, in der Wohnhöhle selber haben wir kein geheimes Fach gefunden. Wenn du dich hier auch nochmal umschauen möchtest, kannst du das gerne tun. Eine 25, ein bisschen Zeit hast du. Würdest auch, als du anfingst, die Höhle so ein bisschen zu durchsuchen, Rala noch murmeln hören. Ich kann ihm nicht helfen, Kairas, er wird sterben, oder? Ich habe schon Schlimmeres gesehen, aber bei den schlimmeren Dingen sind sie auch alle gestorben. Ja, Kairas, Kairas! Du findest Nein, nichts. hier ist nichts. Alter, ich kann dir nichts versprechen, aber solange du da bist, hältst du ihn am Leben. Vielleicht kann die Radlingsdame oben etwas für ihn tun, wenn wir es bis dahin wieder zurückschaffen. Na, sag, du kommst wieder zum Bewusstsein. Oh, ganz Oh. ruhig. Diese Schmerzen. Tut mir leid, ich versuche dir schon zu helfen. Nun ist letzten Endes meine Schuld, aber kümmert euch doch bitte um mein Tier. Mach Ihr dir wisst darum doch, keine Sorgen. wie damit umzugehen ist. Nehmt sie mit. Sie soll nicht hier unten bei mir verenden. Mach dir keine Sie ist Sorgen um ein deine Hyäne. kluges Tier und treu. Passt auf sie auf. Sie wird euch helfen. Wäre es nicht besser, wenn ich ihn nehme und mit ihm zurückgehe und versuche, ihn rechtzeitig zu der Schamanin zu bringen? Wenn ich ihm hier unten meine ganze Energie gebe, dann hilft das erstmal nur, ihn noch etwas am Leben zu halten. Wenn Wir ich es bis sind oben schaffen würde, dann. mehrere Stunden durch die Tunnel gegangen. Das wirst du nicht schaffen. Ja, die Zeit wird knapp. Eine Viertelstunde, bis erneut ein Lebensbalken sinkt. Ihr könnt ja gehen und versuchen, Bodo zu helfen. Ich bleib hier, bis es vorbei ist. Ich nehme Ich ihn um. lass dich nicht allein. Was hast du gefunden, Yamir? Ein Tunnel abwärts. Vielleicht finden wir dort weitere Hinweise. Oder unseren Schatz. Was auch immer es ist, wir sollten uns heranhalten. Gut. Sonst war die anderen Sachen leer. Ich habe sonst nichts mehr gefunden. Die Schmiede scheint kalt und trocken zu sein. Dann verlassen wir diesen Ort. Na, Sorg. Darf Doch, ich? ihr seid wach. Ja, dann greife ich wieder, wie das Baby Nasaug und trag ihn dann auf meinen beiden Händen vor mir. Wird dann Okay. Rala nochmal nicken und sie soll Schlafsack, Decke und Rucksack und sowas mitnehmen. Und dann gehe ich mit Nasaug die Treppe im Gesindehaus nach unten. Ich möchte vorgehen, wenn er Nasaug in beiden Händen trägt. Okay. Nasaug, du verlierst wieder mal das Bewusstsein. Das kommt in Wellen. Entscheide selbst, wann du wieder aufwachst. Nie wieder. Ja, ihr findet die Treppe nach unten in etwas, was aussieht wie ein Gangsystem für die Dienerschaft. Teilweise eingestürzt und teilweise auch nicht mehr passierbar, aber ihr könnt von hier einige andere Orte erreichen und ja, jetzt seht ihr auch, wo die Angreifer herkamen. Hier ist ein Tunnel weiter nach unten. Wenn hier die Angreifer reingekommen sind, können wir da nicht auf dieselbe Weise heraus? Weiter. Weiter, natürlich. Wo wollt ihr hin? Ja, es gibt nur einen weiter, oder?
Ich habe gefragt, wo wollt ihr hin? Weiter war mir nicht präzise genug. Du antwortest, es gibt nur einen weiter. Und wo wollt ihr hin? Den. Hier, wir sind jetzt. Erstmal umgucken. Ja, teilweise eingestürztes Gangsystem. Mit fast allen anderen Höhlen verbunden. Da seid ihr drin. Ja, dann gehen wir in Richtung Schmiede und nähern uns der Schmiede von unten. Ihr geht in Richtung Schmiede und kommt tatsächlich zu einem freien Zugang, der euch unter das Gebäude bringt, in das ihr nicht reinkommt, und findet hier auch diese sehr unauffällig bestattete Gesindetür und tretet ein in den letzten Raum. Ja, hier mal wieder umsehen. Ich werde Nahsaug wieder ablegen, versuchen, so schmerzfrei wie möglich. Und dann würde ich mich versuchen, so ein bisschen zu orientieren. Und dann da, wo die Geheimtür oben war, würde ich sie auch unten suchen. Du versuchst dich ein bisschen zu orientieren. Das erste Licht, was Magier in den Raum trägt, erhellt ein bisschen so die Umgebung. Und du siehst einen Raum in Trümmern. Die Außenwand ist hier reingefallen und hat eine ganze Menge steinerner Regale in Trümmern geschlagen und kreuz und quer durch die Gegend geschleudert. Hier liegen 1000 in Leder gebundene Bücher und Schutt. Ihr seht in der Mitte des Raums so etwas wie ein Klassenzimmer, ein Steinpult für den Lehrer und gegenüber Steinbänke und Steintische für die Schüler vielleicht. Und hinter dem Lehrerpult seht ihr, ja, da leuchtet irgendwas. Das kann man in der Dunkelheit gar nicht ausmachen. Irgendwas lampt da leicht auf. Fühlt sich das nach magischer Falle an? Ja. Eine arkane Kundeprobe, um mehr zu wissen. Gucken wir mal. Ich mache ausnahmsweise mal keinen Risikowurf. Das fühlt sich nach einer anderen Form von Magie an, die du nicht benutzt. Das fühlt sich nach göttlicher Magie an. Hier war ein Priester am Berg. Stehen wir in einem, ich blick mich nochmal um, in einem Tempel? Ja, du siehst, wie Bodo zu Boden greift und so in die Hand nimmt. Tempel? Nein, das ist eine Bibliothek. Oh, ist das was zum Kaschrock? Ja, Bodo setzt sich hin, wuchtet ein Buch auf seine Schenkel und scheint nicht mehr in dieser Welt zu sein. Bodo, Bodo! Was? Was? Reißt euch zusammen, wir haben keine Zeit. Wo finden wir euer Buch vermutlich? Das hier ist beseelte Waffen von Varro ohne Erz. Schaut euch das an. Muss ich mal meinen eigenen Wissensdurst nachgeben, was hat er denn da genau? Ja. Wow. Wenn du näher rantrittst, siehst du, dass Bodo ein riesiges Buch auf dem Schoß hat und du siehst die Seiten. Sie bestehen aus extrem dünn gepresstem und graviertem Metall. Meine Güte, das war früher absolutes Novum und mittlerweile ist das ein Standardwerk. Es ist sehr beeindruckend, aber nicht das, weswegen wir hier sind. Oh, richtig, richtig, richtig. Zwergenseide, Zwergenseide. Zwergenseide. Ja, ich ja. Ich werde einmal mir dieses Leuchten dort hinten ansehen. Ja, Bodo macht sich an, Bücher zu suchen. Aber ihr seht auch, in dieser doch recht umfangreichen eisernen Bibliothek hat er recht viel zu tun. Ja, wenn es wirklich die Zwergenseide ist, wird das Buch vermutlich irgendwo besonders sein und nicht zwischen den normalen Rest stehen. Ihr nähert euch dem Leuchten. Wenn jemand vortreten möchte, jetzt wäre der Moment. Na gut, nicht alle auf einmal, ich mach's ja schon. Geh drauf zu.
Ich warte auf Befehle. Wenn ich vortreten soll, gehe ich nach vorne. Das ist nichts, was ich jetzt befehle. Ja. Wenn du willst, dann mach du. Wenn du nicht ja, willst, es leuchtet nicht. Und ich hatte vorhin schon Angst vor dem Geist, also ich würde nicht unbedingt dahin gehen wollen. Dann bleib das ist ganz gut, dass ihr euch nicht entscheiden könnt. Also wenn jetzt keiner fackelt, gehe ich. Ja, dahin. Ja, mir geh vor. Viel Spaß. Gut. Ja, ihr seht einen Altar vor euch und der wird jetzt durch euer Licht auch ganz klar erleuchtet und was euch zuerst auffällt, ist der Schriftzug in ganz leicht brennenden zwergischen Runen, die sich vor euren Augen neu formen und ja, für diejenigen, die der Schrift, die Schrift beherrschen, den Schriftzug formen, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Das ist das, was deine Oma zu dir gesagt hat. Bodo ist völlig abgetaucht in irgendwelchen Büchern. Nun, nehmen wir uns also an? Wir könnten Bodo anzünden. Ich wollte ihn eigentlich von der Brücke treten. Ja, außerdem seht ihr unter dem Spruch ein Gesicht. Das scheint ein Zwergengesicht zu sein. Wenn jemand von euch Geschichten und Mythen hat, darf er da gerne mal gegen die 15 würfeln. Hat er einen geöffneten Mund? Nein. Dann weißt du, dass das Kaschrok ist, der zwergische Schmiedegott, der für Feuer, Handwerk und Krieg zuständig ist. Kaschrok. Bodo, warte mit deinem Gott auf der Wand. Was? Schaut mal, was ich gefunden habe. Handwerker der Götter von Fondan Silberbach. Ist das denn zu fassen? In ihm brennt definitiv etwas. Wenn er nicht gleich spurt, brennt an ihm auch etwas. Bodo, komm her! Ja. Ja, Bodo kommt mit einem Buch in der Hand her. Oh, bei Kaschrok. Was? Ja, ihr seht unter der Steinplatte von Kaschrok einen Altar. Einen einfachen Steinpodest, auf dem zwei Dinge stehen. Ein Kelch aus Metall und eine Opferschale, in der was drin ist. Ist denn da drin? Wenn du guckst, dort hat jemand Erzbrocken und Edelsteine reingelegt, kleinere. Nun, vielleicht muss man aus dem Kelch etwas trinken und etwas in die Opferschale geben. Oder vielleicht. Nein. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Ja. Das hat Oma auch immer gesagt. Der Kelch ist leer, nehme ich mal an. Also da ist nicht irgendwie 5000 Jahre altes Brandöl drin. Der Kelch ist leer. Wisst ihr, was ich überlege? Ja, gerne. Wenn man dieses Zeug trinkt, das so scharf ist und was einem den Verstand vernebelt, dann brennt es, wenn man es trinkt. Aber wollen wir den Alkohol. Anderen das Besoffensein entziehen? Genau. Also vielleicht muss man das trinken und damit gleichzeitig hier irgendwas entzünden. Das brennt doch auch, oder nicht? Das ist wahr. Unter anderen Umständen können wir uns hier gerne hinsetzen. Aber mir ist nicht nach Alkohol zumute. Weißt du was, ich mach das einfach mal. Ich gebe so ein Becherchen Schnaps in den Kelch. Mhm. Trinke einmal. Ja. Gebe dann eine Goldmünze. Ach, ich habe keine Goldmünze, einen Lunar halt in die Opferschale. Du legst einen Lunar in die Opferschale, der gesellt sich zu den anderen Vergaben. Dann zünde ich mich an. Du zündest... Was? Was? Ich mach das.
möchte gerne mein Flammenschild aktivieren. Keine Ahnung, vielleicht hilft das ja. Ja, du kannst deinen Zauber gerne wirken, wenn du möchtest. Mach mal. Gucken wir mal, da läuft das über das Konflikt. Entsprechend geht er über keine Kunde. Mach mal einen Risikowurf, denn er geht gegen die 24. Geschafft. Ich brenne. Ja, du fängst an zu brennen. Möchtest du sonst irgendwas tun? Sesam, öffne dich! Du meinst, ein ganz, ganz kurzes Aufflackern der Runen gesehen zu haben, aber das ist so schnell wieder weg. Verdammt nochmal! Ich stoße den Stab in den Boden. Jetzt geh auf! Du siehst wieder ein Flackern, diesmal etwas stärker, aber immer noch nicht annähernd. Hält es sich. Geh noch einen Schritt zu, noch einen, bis ich dann vor der Wand stehe und hau einfach einmal dagegen. Geh du auf und ich reiße dich Stück für Stück einzeln ein! Okay, ja, diesmal flammt sogar ein bisschen kräftiger auf, aber scheint immer noch nicht sich zu halten. Irgendwie erlöschen die Flammen immer wieder. Wollt ihr die wohl mitmachen, ihr drei, oder wollt ihr nur da stehen? Also. Auch rumlaufen und fluchen? Ja, dann nehme ich jetzt passiert. Jetzt nehme ich noch meinen Zweihänder und schneide mir einfach mal direkt über meinen Oberarm und brüll dann hinaus. Nicht so sehr aus Schmerz, eher aus Kriegerzorn. Rala, du weißt doch noch, was ich dir über die Zauberei gesagt habe. Du musst es wollen! Diese Wand ist doch nicht im Weg! Diese Wand geht jetzt an die Seite, verdammt! Also, ich einreißen müssen. Ich habe gehört, der Mark wollte irgendwas brüllen. Was brüllt er denn, während er 2 Lebenspunkte verliert? Er brüllt laut, heiß, Zwergenseide! Dein Blut, es tropft von deinem Arm herunter auf den Altar. Du forderst den Gott und es scheint für einen Moment, als würde der Gott antworten. Die Flammen schlagen ein bisschen höher und bleiben dann auf einem Niveau. Das ist immer noch ein sanftes Flackern, aber es ist stärker geworden und stärker geblieben. Da trete ich auch mal vor. Ich schaue zu Rala und schneide ihr dann, nachdem sie mir zunickt. Nachdem Rala mir dann zunicken würde, könnte ich sie auch schneiden. Von der Seite. Ich wollte eigentlich nicht zunicken, aber okay, schneid mich halt auch. Jo, ich schneide dich jetzt. Nichts passiert. Und dann brülle ich. Ich will, dass er wieder gesund wird. Ganz gesund. Es flackert kurz ein wenig auf, aber nein. Ist es vielleicht irgendein Rätsel? Meldet sich Bodo. Bodo, ihr habt uns hier hinuntergeschleift. Ihr sagt der verdammten Wand schon, was ihr wollt. Ja, ich glaube, das ist ein Rätsel, oder? In dir muss brennen, was du im anderen entzünden willst. Das muss ein Rätsel sein. Dann strecke ich jetzt meine Hand in das Feuer von der Opferschale. Da brennt keine Opferschale, da brennen die Buchstaben über Kaschroks Gesicht. Und tut mir leid, die sind recht hoch über dem Altar, über der Freske. Da kommst du nicht ganz ran. Ach. Den Zauberer, der brennt auch. Ich will mich ja an den Flammen entzünden. Ja, fang an. Aber Frosty, du hast deine Sache gerade schon wirklich gut gemacht. Und ihr dürft jetzt alle gerne nochmal eine Geschichte und ein Pro machen, um vielleicht den Spruch etwas besser deuten zu können. Ja, ich glaube, ich weiß die Antwort, aber. Gegen die 15. Dann hau raus. 15 habe ich es knapp geschafft. Ich tippe dich mal auf die Schulter, Garas. Also, wenn das Rätsel Leidenschaft ist, guck dich mal fragend an, und ich soll sie in anderen entzünden, vielleicht müssen wir das Gleiche sagen, alle gleichzeitig. Ja, das mit der Leidenschaft, das hört sich schon vernünftig an. Du meinst dich da irgendwie dran zu erinnern, dass das so ein vorgangener Sprichwort aus dem Glauben ist, aber du meinst halt auch, dass Eifer eigentlich auch gut zu dem Spruch passt.
Ja, dann, wenn sie mich dann so mit ihren großen, treuen, doofen Augen anguckt, dann Leidenschaft. Ich zieh dich an mich heran und geb dir einen großen Kuss. Völlig perplex, ich küsse ihn einfach auch mal, als Anführer, aber Schwindler. Das ist jetzt echt nicht der Moment. Bodo, warum seid ihr denn hier? Küsst Also. euch auch, sage ich, und küsst mich kurz vor den Geist. Deut auf die Hyäne. Also ich spüre da gerade so gar keine Leidenschaft, tut mir leid. Oh, okay. Ich zieh ihn ran. Eng umschlungen neben dem Zwergengott, dass er uns zusehen kann. Genau. Verschmelzen die Wagen ineinander. Oh mein Gott, ich möchte keine Details. Du hast gesagt, Hilft du spürst es! keine Leidenschaft. Ja. Agier leidenschaftlich, aber sei bitte nicht obszön, das soll irgendwann auch mal veröffentlicht werden. Ich habe gesagt, ich schmiege mich ran, ich reiße deine Klamotten vom Leib. Ja, du schmiegst an deinen wagischen Kameraden und gibst eine eher schwache Imitation von, wie Leidenschaft aussehen kann, aber auch dort antworten wie Flammen und glühen ein wenig stärker auf. Es fangen sogar an, erste Funken herunter zu sprühen, die auf dem Altar landen und dort verglimmen. Ja, dann brülle ich ja mir an. Fang an zu lesen, irgendwas Tolles. Nimm dir das beste Buch, was dir einfällt. Ich mache den Und Flammenschild wieder aus dem. schmeiß dann Bodo irgendein Buch, was auf dem Boden zuliegt, hin. Guck nochmal kurz auf den Titel und hier, fang! Das ist von Grimrock Eisenpelz. Schmiedekunst, das A und O. Ich immer noch irgendwie eng an Geiers geschlungen. Guck dich mal an. Was macht dir Spaß? Was würdest du machen, wenn du jetzt alles machen könntest, was du willst? Nach Hause gehen. Ich meine was anderes. Die sagen, ich bin dumm. Wie, was anderes? Ich bin Die. nur der Fremde, damit ich eines Tages als Unreicher Mann nach Hause kehren kann. Seid still, ihr Nachen. Ich will mein Tier verabschieden und Nasauk mit seiner durchbrochenen Lunge versucht nochmal den Jagdschrei seiner Heimat von sich zu geben und hofft, dass seine Janja damit einstimmt, um sich so von ihr zu verabschieden. Ich höre keinen Schrei. Ist schwer mit einer durchbohrten Lunge. Aber ich versuch's. Oh Gott, das ist ein bisschen komisch. Ja, Banja, deine Hygiene stimmt ein in dein Klagelied und du siehst, wie oben über Kaschrocks Gesicht die Flammen erneut auflodern. Und der Funkenflug tatsächlich stark wird. Aber ein letztes Quäntchen scheint noch zu fehlen. Tja, ja. Nasrock, gib meinem Freund endlich sein Erbe! Bodo, sag doch auch mal was! Ich weiß nicht, also, ja, Bodo fängt an, auf Furgato ein Gebet zu Nein, sprechen Bodo, und. fang an, was zu essen. Du magst dieses Zeug. Dieses, wie heißt das? Stopf dich mit Schok. Schokolade voll. Genau, iss irgendwas. Das kannst du am besten. Deswegen bist du so fett. Iss! Ja, Bodo legt so ein Stückchen Süßkram in die Opferschale und betet in einer euch nicht bekannten Sprache. Und wieder lodern die Flammen etwas stärker, aber es fehlt immer noch ein Quäntchen. Ja, nee. Dein Spotlight. Ganz allein dein.